Ein Herz auf Frischnis, moin moin und willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Aufnahmesession von Bully die Ehrenrunde mit mir, dem Kegel-Let's-Player und einem Gastkommentator, der sich jetzt mal bitte vorstellt. Jo, ich bin der Justin von die Mega Flamers. Ne, gar nicht, die Mega Flamebros, sowas. Totaler Fail am Anfang, ist gut, wunderbar, ach klasse. Passt schon. So. Ja, letzte Aufnahmesession, das sage ich jetzt extra, weil den guten Justin habe ich mir jetzt nicht ins Boot geholt, weil, wenn ich richtig liege, du machst doch auch gerade das Projekt, oder? Ich fange an, sobald meine Grafikkarte in meinen PC reinpasst. Gut, was heißt reinpasst? Ich habe eine Grafikkarte bekommen. Okay. Die ist zu groß, die passt nicht in meinem Tower rein. Aha. Und da muss ich mir halt eine neue holen. Einen neuen Tower, ich baue alles um und dann fange ich auch an. Okay. Ich hasse dieses Mädel. Aber ich musste sie jetzt knutschen, weil mir gerade kein anderes Mädel unter die Dings gekommen ist. Aber ja, musste sein, ne? Ja. So, also wir machen uns jetzt mal auf den verpümpelten Weg. Und begeben uns mal... Ich finde das irgendwie ein bisschen zu leise. Irgendwie... kleinen Moment nochmal, Leute, ich mache nochmal ganz kurz einen Schnitt. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Ich denke mal, das ist jetzt alles ein bisschen lauter so eingestellt. Und wenn das jetzt doch zu leise sein sollte, dann können wir es nicht ändern. Das ist jetzt, wie gesagt, die letzte, ich sag mal, öffentliche Aufnahmesession von der Hauptstory. Weil, ja, es ist jetzt, also es sind ja eigentlich, was war das denn gerade? Mein Hund hat sich geschüttelt. Also. Nicht, dass jetzt gleich noch das Bellen anfängt. Nee, nee. Das muss ja nicht sein. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade hier im fünften Kapitel. Die letzte, so gesagt, Aufgabe der Hauptstory ist totales Chaos. Laber mich nicht voll, du Penner. Ja, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Und zu dem B oder zu dem Stern? Das B ist eigentlich nur für die Haltestelle, so gesagt, da. Um, ach so. Damit du wieder zur Schule zurückkommst. Ach so, ja, okay. Wir müssen, also, so gesagt, zu dem Stern hinfahren. Ja, ich habe ja auch schon angespielt. Das erste Kapitel habe ich, weiß ich nicht, zur Hälfte oder so weit durch und so. Ja, wundert mich nur gerade, dass die Framezahlen ein bisschen weiter runtergehen. Könnte aber daran liegen, dass ich jetzt schon einiges halt im Vorrat, in Vorrat. Kennst du Vorrat? Ich kenne eigentlich nur Vorrat, aber naja, ist ja egal. Ja. So, und irgendwie komme ich hier gerade gar nicht voran. So. Gut, dann würde ich sagen, starten wir die allerletzte Mission Totales Chaos bei Bully, die Ehrenrunde. So. Let's go. Hallo! What the hell are you doing here? Looking for you, Zoe. I think I'm in love. Don't be ridiculous. Haven't you heard? Heard what, my love? The school has broken out into a massive fight. Every gang and faction is fighting each other. What? Yeah. Oh man, I gotta go. How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup. Where's Russell? Where's your buddy Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meat slaughterhouse, hiding from the cops. He's worried about going to prison after stealing that bike. Russell can comprehend prison? Wow. Look, I'll see you later. Well, what about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. Ja, jetzt müssen wir erstmal den guten Russell da aus der Scheiße raushauen, ne? Russell? Russell. Ach, dieser große Dicke. Der große Dicke mit dem, im ersten Kapitel umbringen wollte. Ja, im ersten Kapitel, also Ende des ersten Kapitels, hast du dann mit dem eine richtig schöne Schlägerei. Also ich will dir jetzt nicht zu viel spoilern, aber... Also, ich guck das Let's Play von Anfang an, also von daher... Okay, dann weißt du ja, worum es geht, also von daher... Ja. So, wollen wir mal die Klötendödels da vorne weghauen, ne? Mhm. Hallo! Freie Rassel aus dem Bonami... Aus dem Wunder, ja, aus diesem Dings. Wunderding. Ja, genau. Hallo! Mahlzeit! Nö. Russell, Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! ja, Russell, kannst du mal auf mich warten? Hallo? Ey, was soll denn das? Der Dicke ist schneller als du. Also ich reiß mir hier den Arsch auf, um dich zu retten, und du rennst einfach weg. Das ist ja ganz toll. Bin ja echt gepumpelt. Oh, nee. Ja, ja. Meckert nicht rum. Ich hab... Nee. Nein. 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 Nee.
Nein, ne, finde ich nicht gut. Ne. Ohne Scheiß, bin ich aber total dagegen. So. Siehst du, er hat dich gerettet. Ja. Deswegen, aber erst ist er weggelaufen. Ja, deswegen. Weil ich retten wollte. So, also, dann laufen wir jetzt mal, ach, da ist Edgar. Hey Jim, this is your turf. What the hell's going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. He's the one causing all the trouble. The kid's a complete psycho, and now he's got the teachers and prefects on his side. So? So, we run in there, try to stop the fighting, and find a way to deal with Gary. Alright, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. Frieden. Cool. Oh, herrlich. Das ist, also, das ist wirklich eine der besten Aufgaben. Gary war der am Anfang, dein Freund. Ja, eigentlich schon. So kann man auch ein Tor aufmachen. ist okay. Ja. So, nur, es wundert mich wirklich, dass die Ingame-Sprüche jetzt von Dings so leise ist. Was soll das? Hallo? Das Problem hatte ich vorhin nicht. Liegt alles an mir. Ich glaub's auch langsam. So, die Sprecher machen wir jetzt mal auf 8. Ja. Soundausgabe, Musiklautstärke, die machen wir jetzt mal auf 4, weil wir es können. So. Und wehe dem, das klappt jetzt nicht. So, wir haben jetzt 4 verschiedene Punkte auf der Karte. Wir fangen vorne an, würde ich sagen, mit, ja, wir fangen hier im Mädelbereich an. Achso, was du auch noch nicht weißt, ich habe jetzt die ganzen Gummibänder gesammelt. Ich habe alle Groblins und Gremlins Karten gesammelt und alle Gartenzwerge zerstört. Oh. Ja. Und das bringt was? Geheimnisse. What the hell are you doing, Johnny? Why are you taking orders from Gary? Shut up, Jimmy. You left us and everything went down the toilet. I beat you once, I'll beat you again. So. Dann schlagen wir mal den guten Pümpel Arsch hier zusammen, weil wir es können. Ach, macht das Spaß. Hey, also hier, ne? Also so geht's ja nicht. Ich lass mich hier nicht schlagen. Ja, man darf sich bei mir nicht wehren, ne? Das geht nicht. Ja. So, bist du tot? Nö. Hallo? Ach, jetzt. So, jetzt wollen wir mal dem guten Russell da helfen. So, das sieht ja ganz gut aus, wunderbar. Wow, Double Kill! Bin ich gut. Musst du öfters mal greifen. Ja, mit greifen ist das immer so ein bisschen blöd, aber das kannst du ja nur mit Taste E machen. Das ist ein bisschen blöd. Bei mir macht er das mit Rechtsklick. Nee, das ist bei mir Taste E. Ja, ich habe ein bisschen umgestellt. Ich brauchte meine persönliche Steuerung. Ja, ich hatte ja am Anfang des Let's Plays auch so ein paar Probleme mit den Einstellungen. Oh, hallo! Ja. Entschuldigung. Es war, mir ist die Faust ausgerutscht. Beziehungsweise der Kopf. Ach, egal. So. Laufen wir mal weiter. Russell verprügelt gerade den armen Dicken. Ja, ist mir egal. Russell kommt sowieso hinterher. So. Schnappen uns mal die... Ab zur Bücherei. Ach, hier sind die... Hey, I need you to help me. Get lost, Jimmy. You ain't nothing. Nee, da bin ich. Jocks. Das sind die Jocks. Ja. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Hallo? Ja, ich wollte gerade zuschlagen, da kommt dieser Pömpel mir entgegen. Der Schwarz. Das. Ja, legst du mal bitte? Hallo? Irgendwie will das hier nicht so, wie ich das möchte, und das finde ich nicht schön. Dafür gibt's einen Tritt in der Fresse. Boah, die ganzen Tricks kann ich noch gar nicht.
Ja, die lernst du dann, wenn du die Radiotransistoren bei dem Mixer abgibst. Genau. Einzige, was ich bis jetzt von dem gelernt habe, war der Uppercut. Ja, der ist aber nicht so besonders. Ja. So. Okay, da wären wir jetzt durch. Jetzt haben wir, glaube ich, noch zwei weitere Ziele. Das sind dann einmal die Streber und ich glaube, die... Die Streber verraten dich, oh mein Gott. Ja, die Streber, die... Das sind sowieso totale Verräter. Ja, kloppt euch. Warum nicht? Haben wir nichts mit am Hut. Unser Problem ist es nicht. Wie gesagt, wir machen hier erstmal so richtig schön einen auf dicke Hose, ne? Weil wir es können. Und weil wir der Jimmy sind. Der Jimmy kann Schule das zusammenschlagen. Aber was meinst du, wie oft ich hier jetzt schon die Schüler zusammengeschlagen habe? Sogar, ey, ich habe des Spiels. Ohne Scheiße, ich habe mich sogar schon mal mit Mädel da geprügelt. Ach, das sind die Reichen? Ja, die von der Boxarena. Ja. What the fuck? Da, wo du auch die Blume zerstört hast. Richtig. Ich habe natürlich immer den schwersten Gegner. Ist ja ganz normal, bin ja auch ich, ne? Na klar, Russell ist einfach nur da, um... Weiß ich nicht, der macht so einen auf Tank. Ja, und den könnte ich eigentlich bei mir auch mal... Alter! Hey, ja! Könnte ich bei mir eigentlich auch mal ganz gut gebrauchen. Weil dieser verdammte Spacko hat's ganz schön drauf. Ha, hi, ha, hu! Ja. Werfen ja durch den Tisch. Der Tisch kann das ab. Das war blöd. So, haben wir es jetzt mal? Danke. Hallo. Der Pokertisch im Jugendhaus, da kannst du alle durchwerfen. Ja, das weiß ich. Genauso wie in den Fernseher rein. So. Okay, meine Rüstung ist jetzt auch schon weg. Die Kussrüstung. Ja, die, ich glaube... Warte mal, finde ich vielleicht hier irgendwie noch ein Mädel, was ich knutschen könnte? Auch wenn es hier drunter und drüber gerade geht. Vielleicht finde ich ja noch Mädel. Moment. Och, die ganze Schule kloppt sich, aber hast ein bisschen Lust. Moment. Nee, das kann's. Ich möchte ein Mädchen haben zum Knutschen. For the win. For the win. Was ist hier für eine Scheiße? Eine Saftladen hier. Nicht mal anständige Frauen. Russell, wir sollten eigentlich mal weitergehen. Jo. Der kloppt sich lieber ein bisschen. Nee, bin ich gegen. Alter, das geht hier echt runter und drüber. Die klopfen sich mit alles und jedem, die sie in den Finger kriegen. So. Okay, die leichtesten haben wir uns zum Schluss aufgehoben. Das ist schön. Die tanzen. Ernest sieht so bescheuert aus. Wie Chuck Norris auf Heroin. Irgendwie schon. Erlege die Streber. Das ist gar ein Problem. Hä? So, der eine Klötendödel wäre schon mal weg. Hallo! Na? Was willst du? So, zweite wäre weg. Und jetzt noch der letzte Freak. Also Russell, du wirst aber gegen diesen kleinen Spacko ankommen, oder? Ja klar, ich habe im Lineal drauf. Hm. Triff dich in der Schule mit Edgar. Okay. Edgar. Dann treffen wir uns mit Edgar. Auch nicht gerade der modernste Name. Ja, aber ist ein guter Typ. Zwar den musst du selber auch erst verprügeln, aber dann hast du ihn halt auf deiner Seite. Ja, irgendwie musst du bei den, sollen. Pass auf, irgendwie musst du bei diesem Spiel jeden verprügeln, damit du mit denen erstmal Freund bist.